Ja, Sexualität ist so ein Ding. Auf der einen Seite ist es für viele Menschen sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite, naja, hat man so das Gefühl, das ist so, ja, das muss alles von selber gehen. Wir haben in unserem Leben viele, viele Bereiche, um die wir uns wahnsinnig kümmern, ob das jetzt irgendwie ein Haus ist, das eigene Auto oder was auch immer, das wird gepflegt, das wird gehegt, da fährt man regelmäßig zur Überprüfung, da sorgt man sich darum, da macht man sich Gedanken, was kann ich verändern, was kann ich anders machen. Also da schauen wir sehr, sehr gerne immer, wie wir sozusagen bei der Stange bleiben. Da verändern wir was, da machen wir was, wir machen uns Gedanken darüber und wir probieren aus. Ist es in der Sexualität dasselbe? Da würde ich sagen, eher nein. Da, wie gesagt, ist so der Anspruch, ja, das muss doch von selber gehen. Sexualität, das ist doch sowas Natürliches, das spüre ich in mir, das passiert einfach. Und wenn es dann da ist, dann mache ich es. Ja, meine Freunde, das geht so eine Zeit lang grundsätzlich ganz gut mit einem neuen Partner. Ja, wenn man sozusagen richtig gierig aufeinander ist, ja, dann flutscht es quasi von selber, da sind die Hormone überschießend, ja, da ist sowieso sehr viel los, da geht das relativ einfach. Nur ich als Paarberater, eben auch Sexual- und Paarberater, mache immer wieder oder eben auch relativ häufig die Erfahrung, wenn Paare länger zusammen sind, dass das irgendwann einmal einschläft, ja. Es kann bei Menschen, die älter sind, die schon 40, 50, 60 Jahre verheiratet sind, da gibt es natürlich auch diesen Aspekt, da schläft es ein und da ist es irgendwann mal nicht mehr wichtig. Nur für die meisten Menschen, die so 20, 25 Jahre verheiratet sind, 30 Jahre verheiratet sind, die äußern grundsätzlich schon noch sexuelle Wünsche, die wollen schon noch irgendwie sexuell verkehren, doch irgendwie ist es mit dem Partner eingeschlafen und ist halt einfach nicht mehr, funktioniert nicht mehr. Das Einzige, was dabei dann überbleibt, ist so eine latente chronische Unzufriedenheit entweder bei beiden oder bei einem Partner. Ja, das heißt, meine lieben Leute, wenn man Sexualität einfach lange leben will, ist es im Normalfall sehr, sehr gut und wichtig, sich darüber schon früher Gedanken zu machen, es wie mit einem Auto, mit einem Haus oder mit irgendeinem anderen Ding, ja, so zu halten, dass man sich rechtzeitig eben auch darum kümmert, Gedanken macht und immer wieder mal schaut, wie steht es darum, braucht es irgendwas, sollen wir darüber reden, sollen wir etwas verändern, was Neues ausprobieren. Und so bin ich eh schon ein bisschen in die Richtung, was kann man tun? Ja? Was könnte man tun, damit Sexualität nicht so wahnsinnig irgendwann einmal langweilig wird? Und da ist eines eben auch rausgekommen in der wissenschaftlichen Arbeit zu meinem Buch und zu zwei Arbeiten, dass vor allem ja, eines der wichtigsten Dinge ist, um Sexualität einfach am Laufen zu halten und langfristig interessant und begehrenswert zu bleiben und zu halten, das ist über Sex. Miteinander reden. Genau, das klingt jetzt so banal, naja, miteinander reden, wir reden ja eh, ja. Aber die Wahrheit ist die, über die wirklichen Bedürfnisse wird schon im normalen Beziehungsbereich ganz wenig geredet und über Sexualität, über sexuelle Bedürfnisse schon gar nicht. Ja, das ist so leider Gottes ein unglaubliches Tabuthema, ist es generell in der Gesellschaft überhaupt und auch in den Beziehungen, in den Paaren wird sehr, sehr wenig über sexuelle Bedürfnisse gesprochen und vor allem über die eigenen Bedürfnisse, über Sexualität zu reden, da ist ein großer, großer Schranke, da ist ein ziemlich großes Tabu, da ist eine große Scham und Scheu bei ganz vielen, vielen Menschen über ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse zu reden, diese dem Partner mitzuteilen. Ja, das hat was natürlich damit zu tun, dass wir es nicht gelernt haben, über Sexualität
zu sprechen. Über Sex spricht man nicht. Das ist was, das macht man im Schlafzimmer. Und das ist eben auch leider Gottes in unserer sehr aufgeklärten modernen Welt nach wie vor häufig so, dass man nicht darüber spricht und es halt dann hinter verschlossenen Türen miteinander macht und dann oft auch noch sogar das Licht abdreht. Natürlich rede ich hier jetzt nicht, dass man Sexualität oder Sex nicht im Schlafzimmer haben sollte. Natürlich ist das was unglaublich Intimes im Normalfall zwischen zwei Personen, ja, im Allgemeinen zwischen zwei Menschen. Das ist natürlich intim, da muss ich keine Zuschauer haben. Aber es geht darum, über Sex zu reden, es aus dem Schlafzimmer rauszuholen, seine Bedürfnisse zu bekunden und mal zu sagen, du, ich hätte es gern, so oder so könnten wir uns das mal anschauen, mal ausprobieren, wirklich drüber reden. Ja, das ist so. Natürlich haben gewisse Menschen auch Scham, das zu artikulieren, zu sagen, ich hätte gerne, dass du mich zum Beispiel mal mit dem Mund da unten berührst, ja, oder dieses oder jenes machst, weil hier so eine tiefe Scham drinnen steckt, ja, vor der eigenen Körperlichkeit und vor den eigenen Bedürfnissen, die mit Lust, ja, vor allem sehr tief verankert sind. Also, hier miteinander reden, seine Bedürfnisse zu äußern und gewisse Dinge einfach mal ausprobieren und Sexualität nicht immer so stiefmütterlich behandeln, naja, das geht schon von selber. Nein, es geht eben nicht von selber. Sexualität sollte man pflegen und hegen, ja, und ob man jetzt nun, ich sage es einfach so salopp, geil ist oder nicht, hat auch was mit Hege und Pflege zu tun, weil das schläft einfach irgendwann mal ein. Das ist keine gottgegebene Sache, dass man das einfach immer wieder ist, sondern irgendwann mal ist man es nicht mehr, weil, wie gesagt, es ist so wie mit Autos, wenn man die nur herumstehen hat, nicht pflegt und auch gar nichts tut damit, irgendwann einmal wird das Auto hin und so ist die Sexualität eben auch, sie ist eben dann irgendwann dahin. Also darüber reden, Wünsche artikulieren, äußern und einfach mal Neues ausprobieren. In dem Sinne alles Liebe, euer Geo Sixt.